habe mit Corona auch eine ganz neue Erfahrung noch machen müssen. Ich war auf einmal wie abgemeldet. Wie kann ich jetzt meine Aufgabe als Bischof neu entdecken? Und so entstand ja diese Idee, mit einer Person als Beispiel für sehr viele Menschen von heute in einen intensiveren Austausch zu kommen. Und da sind wir auf Katharina aus Heinsberg gestoßen. Ich finde, dass man gerade in dieser Situation merkt, dass wir alle Menschen sind. Und ich hoffe, dass es einfach Menschen dazu bewegt, wieder mehr aufeinander zuzugehen. Hallo Katharina, hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Zurück sind wir wieder. Jawohl. Wir haben uns ja heute ein Thema vorgenommen, das wir gerade selber am Üben sind. Wie reden wir wirklich gut miteinander? Also es gibt ja bei der Kommunikation einen Sender und einen Empfänger. Und mir scheint, wenn die Kirche Sender ist, dann wird sie weggezappt. Und wenn sie Empfänger sein soll, meint man, sie kriegt nicht mit, was sie mitkriegen soll. Wie sehen Sie das als junge Frau? Wir hatten da ja letzte Woche schon angefangen, darüber zu reden, dass das einfach manchmal auch dieses Nahbare fehlt oder was auch der ausschlaggebende Punkt ist, warum wir junge Menschen nicht mehr in die Kirche gehen. Und ich habe da jetzt nicht so die pauschale Antwort drauf. Ich glaube aber, es liegt viel daran, dass weiß ich nicht, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, dass ich zum Beispiel eine Predigt oft sehr interessant finde, also wenn die dann wirklich auch gut gemacht ist und so weiter, wenn es ein interessantes Thema ist. Aber ich manchmal die Strecke dahin schon als sehr lang empfinde. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass, also uns wird ja auch nachgesagt, dass wir eine kleinere Aufmerksamkeitsspanne haben. Ich glaube aber nicht, dass man das, darauf begründen kann, sondern einfach, dass dass die Themen in der Kirche wieder mehr unsere sind oder also dass sie sich eher mehr bedingen, dass es nicht mehr so ist, dass man sich fragt, okay, warum erzählt ihr mir das jetzt heute oder auch mal, dass Bezüge hergestellt werden, ob es gesellschaftliche Probleme sind oder auch politische, es kann ja alles Mögliche sein, aber dass es einfach so eine Relevanz wieder für uns darstellt. Ich glaube, das ist so das, was ich antworten würde. Mhm. Also in die Kirche gehen heißt vor allem den Gottesdienst mitfeiern. Ja, genau. Ne? Und den Gottesdienst mitfeiern heißt im Besonderen oder in der wahrscheinlich häufigsten Form immer noch, auch für junge Leute, die Heilige Messe mitfeiern, die Eucharistiefeier mitfeiern. Ja. Also zum Beispiel an einem hohen Festtag oder am Sonntag, wenn man mit der Familie, das gibt es ja immer noch so einen gewissen sozialen Druck auch in den Familien. Heute gehen wir aber alle zusammen dahin. Und dann kann ich mir das gut vorstellen, dass es zu solchen Erfahrungen kommt. Ja, worum geht es hier eigentlich und was hat das mit mir zu tun? Und die müssen wir auch sehr ernst nehmen. Ich glaube wirklich, dass die Liturgie, also der Ablauf eines Gottesdienstes, zwar natürlich bestimmten Vorgaben folgt und Regeln, dass es aber dennoch gelingen muss, dass die da miteinander bestimmte Rituale vollziehen, tief innerlich spüren, da geht es um mich, da geht es um mein Leben, da geht es um Gott bei mir, da geht es um meine Fragen, die ich wirklich auch deswegen habe, weil sie mir unter die Haut gehen, also weil sie mich und mein Leben, wie ich das Leben empfinde, betreffen. Also das Existenzielle nenne ich mal. Muss berührt sein. Und da haben Sie ja schon gesagt, das kann ganz verschieden sein. Das kann also eine politische Fragestellung sein, das kann eine soziale Fragestellung sein, das kann auch eine ganz, sagen wir mal, individuelle, biografische Fragestellung sein. Also zum Beispiel habe ich immer erlebt, dass bei den sogenannten Kasualgottesdiensten, also wenn eine Hochzeit gefeiert wird oder wenn ein Mensch verabschiedet werden muss, wenn es um eine Beisetzung geht, aber auch wenn ein Fest der Erstkommunion gefeiert wird oder auch die Taufe gefeiert wird. Also immer, wenn es um so ganz biografische Dinge geht, bis hin auch zur Einschulung, weiß ich, dass das ein ganz großes Highlight ist, dass dann, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit in der Seele vieler Teilnehmer schon von vornherein groß ist. Und wenn man dann wirklich Fragen anspricht,
die jetzt auch die Leute mitgebracht haben, dann ist das ein großes gemeinsames Begehen, Feiern und auch Erfahren. Und das sind immer sehr, sehr schöne ja, Momente. Ja, das sehe ich aber auch genauso. Auch, also auch Leute, die vielleicht sonst da nicht so die Begeisterung für finden, dass die dann gerade, wenn es so um, wie Sie sagen, so inhaltliche Fragen geht, dass es dann total interessant sein kann. Und das finde ich ja das, was manchmal schade ist, dass ich mich so nicht immer fühle. Und ich habe auch noch mal mit ein paar Leuten gesprochen, was das genau ist. Und die sehen es eigentlich genauso, dass es dieser Bezug ist, der fehlt zu uns. Oder dass es dann ewig braucht, ehe man mal dahin kommt, dass ich dann sage, oh, das finde ich aber jetzt interessant. Und das ist dann am Ende immer so, also so, wenn das dann kommt, dann bin ich schon wieder weiter weg und nicht mehr mit dieser Offenheit da, wie ich vielleicht am Anfang da gewesen bin. Also es ist manchmal einfach ein bisschen schwierig, glaube ich, da den Zugang zu finden. Also das ist sicher eine große Gefahr, wenn unsere Inhalte mehr oder weniger oberflächlich werden oder beliebig, also wenn die nicht wirklich ein Stück mehr sagen oder etwas anderes sagen, ein größeres Interesse wecken können als das, was man so landläufig auch überall sagt. Also wie geht's gut oder hoffentlich geht's euch gut und bleibt alle gesund und so. Das ist okay, aber es ist dann doch, wenn es nicht tiefer geht, zu wenig. Und Entertainment oder sowas ist auch nicht das, warum man in die Kirche geht, sondern es geht schon um diese tieferen Fragen. Und da sind wir schon auch gefordert. Und ich glaube, dass wir das auch als Kirche wirklich weiterentwickeln müssen. Und eine Fragerichtung oder eine Entwicklung, die ich schon sehe, liegt ja darin, dass wir einen größeren Fächer entwickeln an verschiedenen Formen von Gottesdienst oder auch von Verkündigung, also von Auseinandersetzung mit Inhalten, von Zugängen zu Inhalten. Da gibt es also schon sehr kreative Ansätze, die schon sehr gepflegt sind. Einige im Bistum durfte ich auch selber schon miterleben, mitfeiern. Ich war da eingeladen und habe das auch als sehr, sehr stimmig empfunden und als eine echte Chance, ganz neu in so eine Glaubenskommunikation auch mit Menschen zu kommen, die zu diesen klassischen Formen des Gottesdienstes zunächst mal noch keinen Zugang haben. Ja, aber das finde ich schon einen guten Ansatz, aber, weil ich glaube, dieses ja, ganz Klassische ist manchmal einfach sehr weit von uns weg. Also das stelle ich immer wieder fest, wenn man dann eben mit der Familie in die Kirche geht, das, weiß ich nicht, das fängt bei den kleineren Geschwistern an und hört bei mir dann irgendwo auf. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass gerade wir, wie wir das festgestellt hatten, dass wir überlaufen sind von Informationen den ganzen Tag, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, alles Mögliche zu machen, was wir wollen, dass es da gerade mal wichtig ist, auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich auf das zu besinnen, was wichtig für uns ist und dass da ganz viele Fragen sind, die wir uns stellen und auch Digitalisierung und so weiter und so fort bringt auch Riesenprobleme, also auch viele positive Sachen, aber auch viele Probleme für uns mit sich und einfach, dass man da gibt es enorm viel Bedarf, das ist das, was ich sagen will. Und ich glaube, wenn man den nutzt richtig, dann kann man da wirklich viel draus machen. Die Menschen von heute sind gewohnt und gerade die junge Generation auch auszuwählen. Das gehört zur Kultur. Also ich wähle aus, was mich anspricht und wähle ab, was mir nichts sagt. Das ist so, ne? Da ist aber auch eine andere Seite wieder, die ich auch nennen will und die ich mit ein Stück auch nochmal auch eigens bedenken möchte. Es ist natürlich auch ein großer Schatz gesellschaftlich, wenn es gemeinsame Formen gibt. Und für uns als Kirche ist die Feier der Eucharistie, die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus und dass der Auftrag tut, dies zu meinem Gedächtnis, zentral. Also wir nehmen das so wörtlich, dass wir das an jedem Sonntag meinen, miteinander feiern zu müssen. Und das hat schon in der Urkirche so begonnen, in der Urgemeinde, dass man an dem Tag der Auferstehung, am ersten Tag der Woche, der damaligen Zählung entsprechend, sich versammelt hat und diese Feier des Abendmahles, die Feier mit Brot und Wein, miteinander begangen hat, zur Erinnerung daran, dass Jesus selber zugesagt hat, ich bin dann als der Auferstandene mitten bei euch. Das wird die Weise sein, wie wir immer wieder einander beschenken können, wie das Leben, das weitergeht und das neue Leben, das er uns erworben hat, zusammenkommen. Durch die Lektüre der Heiligen Schrift, also die Auslegung, die Predigt und durch diesen Ritus
des Teilens des Brotes und des Weines unter diesem Zeichen, sagt er, das ist mein Leib, das ist mein Blut, bin ich bei euch. Also das, was wir heute Eucharistiefeier nennen, ist, wenn es denn als gemeinsame Form geübt, vertraut und innerlich mit der inneren Beteiligung des eigenen Betens auch gefüllt ist, etwas, was auf gar keinen Fall uns fehlen darf, also was wir immer auch brauchen werden. Und da muss eben so nur eine gute Mischung sein. Also ich meine, in jeder Sonntagsmesse muss es beides geben, ein vertrautes Ritual, aber auch eine immer neue, neues Angesprochensein von Inhalten, von dem, was wir an diesem Sonntag aus der Bibel gelesen haben. Einen großen, sagen wir mal, Teil bildet auch die Kirchenmusik, also welche Lieder singen wir da eigentlich? Und wie berührt uns die Musik und was sagen diese Texte und so weiter und so weiter. Also das ist eben ein Kunstwerk, sage ich mal, eine heilige Messe so zu gestalten, dass sie sowohl vom Ritus her verlässlich ist und keinen überfordert, aber auch nicht langweilig und nichtssagend ist. Ja, das ist natürlich die Herausforderung. Ich glaube auch gerade das Schwierige ist, dass man, was Sie ja sagen, dass da eigentlich alle gemeinsam sein sollen, zusammen in einer Gemeinschaft, aber dass da schon, wie man ja merkt, wenn man in die Kirche geht, also das ist ja nichts Neues, dass man, weiß ich nicht, schon unter 20 recht wenige findet, aber auch Mitte 20 wenige und dann, weiß ich nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, aber es wird halt einfach, die prozentual ist der jüngere Anteil einfach super gering und dass man da einen Weg findet, dass man Ältere und Jüngere vereint, ist schwierig, glaube ich. Also es wäre natürlich schön, aber irgendwo ist ja gerade das, dass wir da nicht sitzen, das Problem. Also das ist das, was schade ist. Aber ja, da weiß ich auch irgendwie keine Lösung drauf, weil wenn man dann den jungen Leuten immer wieder, wie sie das eben als Beispiel meinten, neue Formen anbietet, dann schafft man irgendwo auch eine Kluft zwischen den Älteren und den Jüngeren, weil die Älteren damit nichts anfangen können, die Jüngeren aber nichts mit dem, was die Älteren machen. Das ist irgendwie auch so ein bisschen das Dilemma, was da mit einhergeht. Die Gemeinsamkeit kann ja nicht unbedingt als erstes in der Ästhetik liegen, sondern ich meine, sie muss als erstes im Geist liegen. Also dass Alt und Jung, egal wer kommt, merkt, hier geht es um etwas, das in meinem Leben mir wichtig ist. Also die Frage, wenn ich ein Mensch bin, der mit Gott in Beziehung stehen möchte, wenn ich ihn suche, wenn ich selber persönlich eine Beziehung zum Beten habe, wenn ich im Gebet mich übe, dann habe ich auch ein anderes Verstehen vom Gottesdienst, was da eigentlich geschieht. Und dann würde, also das meine ich mit Geist, also das, wenn wir wirklich uns als Gottsucher selber erleben, dann traue ich auch als alter Mensch, dass ein junger Mensch genau dasselbe sucht wie ich, aber auf einem ganz anderen Weg es sucht. Aber dann ist die Ästhetik weniger entscheidend, finde ich. Natürlich spielt sie immer noch eine Rolle. Also man muss da schon auch aufeinander Rücksicht nehmen, das glaube ich auch, und immer noch eine gute Mischung finden. Aber meine Frage eigentlich geht noch tiefer in die Richtung, wie kann ich denn jungen Menschen helfen zu entdecken, dass Gott das Thema des Menschseins ist und bleibt? Also ich erlebe ja oft in diesem säkularen Lebensgefühl, das wir heute haben, als ob die Gottesfrage irgendwie überhaupt kein Thema mehr wäre, als ob das uninteressant wäre zu wissen, was es mit Gott auf sich hat, ob es Gott gibt oder nicht. Das Leben geht auch so ganz gut. Wir erleben jetzt natürlich gerade in der Corona-Krise, dass es ganz andere Signale gibt, dass also zum Beispiel auch die gestreamten Gottesdienste oder die Gottesdienste im Fernsehen viel mehr Zuspruch jetzt wieder finden und die Frage nach Gott für viele Menschen wieder wichtiger wird, wenn so eine Bedrohung des normalen Lebens auf einmal deutlich erfahren wird. Dann werden diese Fragen wieder wach. Und das ist ja auch nicht falsch. Also ich glaube ja, dass sie grundsätzlich zum Menschsein gehören, diese Frage, wenn es Gott gibt, was habe ich mit ihm zu tun und von ihm her, welche Antwort auf meine Fragen des Lebens kann ich entdecken? Und das suche ich danach. Wie kann das für junge Leute eine Schnittstelle sein in deren Lebensvollzug, wo diese Frage interessant wird? Dazu muss es ja nicht erst eine Corona-Krise geben, sondern ich finde, dass das Leben selber ganz viele Möglichkeiten bietet. Und danach kann ich aber nicht suchen, ohne dass die junge Generation mir selber da hilft oder entgegenkommt oder sagt, wo das eigentlich ist. Also ich will da gern euch
zuhören oder mehr von euch lernen. Ja, also ich glaube auch, das wäre wahrscheinlich der richtige Ansatz. Ich glaube aber trotzdem, dass jetzt sowas wie eine Krise eben wieder dazu führt, dass Leute sich damit mehr beschäftigen. Ich glaube auch, dass Leute in meinem Alter ja keine richtigen Sorgen erlebt haben. Also anders als Leute, die, weiß ich nicht, 1940 geboren wurden, natürlich. Also ganz anders. Unser Leben sieht ja ganz anders aus. Wir haben einfach wenig Probleme, muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, dass das auch da ein bisschen der Kern ist, dass man sich mit vielen Sachen gar nicht mehr beschäftigen muss. Weil, wie Sie ja sagen, wenn jetzt so eine Krise kommt, dann stellt man sich auf einmal Fragen, die man sich vorher noch nicht gestellt hat. Aber ich glaube, da liegt auch irgendwo der Kern der Geschichte. Ja. Ich kann das nur bestätigen. Wir haben eine Umfrage hier im Bistum Aachen und die Ergebnisse dieser Umfrage bei allen Kirchenmitgliedern, die gefragt wurden, also ein Querschnitt, nicht nur Leute, die in die Kirche gehen, sondern auch einfach Kirchenmitglieder, egal wie nah oder fern die jetzt zum Gottesdienst stehen, sagen zu 50%, der Glaube gibt mir in dieser Krise Halt. Das ist ja beachtlich. Ja, und das ist wirklich, glaube ich, das, wo dann Leute eher wieder in der Krise zu finden, als in der Zeit, wo es ihnen gut geht, weil in der Zeit, wo es einem gut geht, braucht man es vielleicht dann nicht. Es ist zwar traurig, weil dann müsste man ja auch dankbar dafür sein, dass alles gut ist, aber wenn man nicht weiß, wie es ist, wenn es schlecht ist, merkt man das ja nicht. Also ich glaube, da liegt einfach schon so ein bisschen der Kern. Ja. Aber dann gerade in der jetzigen Zeit ist es ja dann eben so, dass wir in dieser Krise stecken und dass das sehr viel verändert und auch was mit einem macht. Das haben wir auch schon festgestellt, dass das so ist. Hm. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir darüber uns klar sind, dass wir gefordert sind, auch in der Verkündigung, in so einer Krisensituation, dass wir helfen wollen und können, zu deuten. Wir haben ja auch darüber schon mal gesprochen, über dieses Thema, was hat das Virus mit Gott zu tun. Ich will aber noch den Blick woanders hin lenken. Ich meine, die eine Wahrheit ist, im Sprichwort gesagt, Not lehrt beten, das stimmt. Aber ich meine, es gibt noch eine Grunderfahrung des Menschseins, und das ist doch eigentlich der Jubel oder der Dank. Also wo gehe ich denn hin, wenn ich so ein richtig, sage ich mal, unverschämtes Glück hatte oder so etwas ganz Wunderbares erleben darf? Was mache ich denn damit? Will ich mich denn bei mir selber oder bei der Bundesregierung für einen tollen Tag bedanken oder eine tolle Landschaft oder eine wunderbare Musik oder ein tiefes Gespräch mit einem anderen Menschen, wo mir das Herz aufgegangen ist oder die Augen? Wo bedanke ich mich denn? Und da meine ich, gibt es auch eine Grunderfahrung, dass wir uns irgendwie auch nicht nur bei uns selbst bedanken oder verdanken oder bei einem anderen Menschen, sondern dass darüber hinaus noch mehr ist. Also ich glaube, dass man Gott auch in so einer Situation finden kann, ihm zu sagen, danke für das, was ich erleben durfte. Auch das kann ein Zugang sein. Ja, aber an sich finde ich, haben Sie recht. Also das stimmt schon, dass man vor allen Dingen dankbar für das sein sollte, was man hat. Ich glaube trotzdem, dass das meiste oder dass die meisten das nicht so empfinden. Also dass gerade in der Krise immer der Hang dazu besteht, eben jemanden aufzusuchen und nicht immer in den glücklichen Zeiten. Das ist leider so. Aber ich weiß genau, also, was sie meinen. Soll ich das wirklich glauben? Soll ich, also ein junger Mensch, der sich wahnsinnig beschenkt fühlt, hat da keine Idee, dass es da mehr geben könnte? Ja, doch, das glaube ich schon. Als Zufall oder so? Aber ich weiß nicht, ob das dann, ich weiß einfach nicht, auf was das dann zurückgeführt wird. Das weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich haben wir das. Ich glaube, das hat jeder. Aber es gibt wahrscheinlich dann auch bei uns noch viele Vorstellungen neben Gott. Also es muss nicht nur Gott sein, sondern einfach auch etwas Übermächtiges, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube schon, dass das Empfinden dafür da ist und dass man sich oft glücklich schätzt und sagt, das ist aber nicht selbstverständlich, dass ich das alles hier gerade machen darf und sehen darf und dass meine Familie gesund ist und dass es denen allen gut geht. Das ist nicht selbstverständlich. Das muss man sich vielleicht öfter mal wieder ins Gedächtnis rufen, aber das Bewusstsein haben, glaube ich, alle. Ja, gerade in einer Zeit wie jetzt, also um nochmal auf die Corona-Zeit einzugehen. Also
jetzt weiß man doch erst, wie wichtig es ist, dass es allen gut geht, oder weiß es auch noch mehr zu schätzen, anders als, weiß ich nicht, in anderen Ländern, wo andere Leute ihre Großmutter oder was auch immer nicht begraben dürften oder so. Also das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen. Da fängt man auf einmal an, Angst zu empfinden, dass einfach den Menschen was passiert, die einem am liebsten sind. Ja. Ja, klar. Und es gibt da auch keine Versicherung. Also ich glaube auch nicht, dass Gott jetzt vor allem der ist, mit dem ich in Kontakt gehe, damit mir nichts Böses geschieht. Ich glaube, die Rechnung geht nicht so auf. Also es ist einem Glaubenden ja nicht versprochen worden, dass er vor allem geschont wird. Ne? Darum geht es im Glauben sicher nicht, sondern also um Schonung. Es geht schon um Zuflucht, um Hilfe, um Trost und auch darum, dass in allem eine Hoffnung ist, eine tiefere Wahrheit, die Gott selbst verbirgt und die er mir auch nicht irgendwie wegzieht, wie der Boden unter den Füßen, der mir im Leben manchmal weggezogen werden kann. Aber die Zuflucht zu Gott liegt darin, dass ich ihn bei ihm wieder spüre, dass ich also mehr getragen bin, als irgendeiner sonst mich tragen könnte. Also diese Grunderfahrungen, die sind mir vor allem sehr wichtig, um glauben zu können. Ja, genau. Und die ich auch kenne als das, was wirklich der Glaube für meine Seele bedeutet. Also es ist ein Dach über der Seele oder es ist ein Zuhause sein im tiefsten und innersten. Und im letzten auch ein Geheimnis. Also ich glaube auch, dass keiner von uns sich vornimmt zu glauben. Also eine Sehnsucht danach gibt es. Aber wenn ein Mensch gläubig ist, ist es immer auch irgendwie ein Geschenk. Also er kann das nicht wie mit einer chemischen Formel herbeiführen und am Ende ist das Produkt dann da, sondern es ist ein Wunder und ein Geschenk und wiederum etwas sehr Schönes, also wofür man schon wieder dankbar sein kann. Ja. Aber es hängt zusammen auch mit der Verkündigung. Also das heißt, das, was wir jetzt gerade hier machen, solche Glaubensgespräche führen, das ist unverzichtbar. Und ich könnte mir denken, dass das in der Corona-Krise jetzt auch öfter geschieht. Also wir haben schöne Zeugnisse darüber, dass ja viele Gebetszeiten oder auch Gottesdienstzeiten auch zu Hause jetzt gefeiert werden und dass das ja auch ein Anlass ist, dass in den Familien darüber gesprochen wird. Was bedeutet mir der Glaube? Wie nah ist Gott meinem Leben? Und so weiter. Also so was ist unverzichtbar. Also sprechen dürfen können über Gott, das zu lernen. Und das ist auch etwas, wonach ich suche. Wie können wir das grundsätzlicher auch in unserer Kirche wieder anbieten, dass es dort gute Anlässe zu gibt, wo man gerne über solche Themen spricht. Ich habe selber Highlights erlebt, auch im Kontakt mit Jugendgruppen. Oft geschieht das ja, wenn man auf Freizeiten ist oder so, wenn man abends noch zusammensitzt oder am Lagerfeuer. Auf einmal sind die Themen da und dann haben die eine Wucht und eine Tiefe und eine Ernsthaftigkeit, die mich oft schon ganz, ganz tief berührt hat. Ja. Ja, also es gibt definitiv genug Themen, die auch junge Menschen mit ihnen gerne besprechen würden. Ja. Sehe ich definitiv so. Ja, also es ging jetzt weniger um die, sagen wir mal, Ästhetik, ob Orgelmusik oder Band oder ob Lyrik oder biblischer Text oder andere Formen von heute, sondern Poetry Slam, das Wort habe ich gesucht. Das ist alles möglich, aber die Frage hinter allem ist, wie tief geht die Auseinandersetzung wirklich mit dem Leben von heute. Ne? Genau. Ich glaube, das war ganz schön, unser Gespräch, dass wir da drin doch weitgehend übereinstimmen. Ja. Ne? Also es muss einfach den Bezug zu einem selber wiederfinden. Und ich glaube, wenn es das schafft, dann hat es auch wirklich sehr viel Potenzial. Ja, das Corona-Thema haben wir heute nur kurz mal gestreift. Wir wollten aber auch noch mal etwas tiefer einsteigen in dieses Thema, was bedeutet Corona langfristiger? Die Erfahrungen, die wir jetzt machen, sollen wir denn uns das fürs nächste Gespräch vornehmen? Ja, das wäre, denke ich, gut, dass wir den Bezug zu Corona nicht ganz verlieren. Okay. Aber genau, dann würden wir das fürs nächste Mal uns vornehmen. Wie geht das nun weiter? Welche Erfahrungen mit Corona machen wir als Gesellschaft im Moment? Was nehmen wir vielleicht und auch positiv wie daraus ist, mit? Was macht Corona auch mit uns und mit der Welt und mit der Gesellschaft? Genau. Ja. Okay. Gut. Gut. Dann wünsche ich jetzt weiter Erfolg im Studium, Dankeschön. Online-Studium.
Ja, bis wir uns wiedersehen. Alles Gute. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.